Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Alpha Protocol. Ja, ein Let's Play, das ich einfach mal zwischengeschoben habe, weil ich ja sonst keine Idee hatte, was ich noch Let's Playen sollte. Wir fangen einfach mal an, stellen die Schwierigkeit auf leicht. Ist vielleicht besser so erstmal. Also, okay. Nach einer Auszeichnung für den Dienst als Soldat bei den Streitkräften war dein kommandierender Offizier davon überzeugt, dass dein Talent bei der Infanterie verschwendet wäre. Deine Sprachbegabung und schnelle Auffassungsgabe haben die Aufmerksamkeit eines Anwerbers für eine offiziell nicht existierende Geheimorganisation geweckt. Mhm. Sie sind verdeckte Operationen bestens... Dir sind verdeckte Operationen bestens bekannt, denn du warst in den letzten Jahren oft für das US-Außenministerium im Einsatz. Du hast einerseits große charismatische Ausstrahlung, bist aber andererseits auch in der Lage, vollkommen unauffällig zu sein. So, du bist immer dort zu finden, wo es brennt. Der Schreibtisch ist nicht dein Revier. Das ist verdammt viel zu lesen. Aber Verständnis für Technologie ist jetzt nicht eh schon nicht so meins. Ich denke, was mal hier. Ich werde einfach mal Soldat nehmen und gucken. Ah, okay. Das ist so ähnlich aufgebaut wie Mass Effect, merke ich. Ja, ich habe eh keine Punkte. Also lasse ich einfach erstmal so. Warum auch nicht? So. Alles klar, und los geht's! Mein Gott, laggt das gerade. Sowas in der Art habe ich mir schon gedacht. If anyone is to blame for these events, Mr. Thornton, it is you. Alpha Protocol began here, after all. Ist das jetzt auf Englisch oder? Nö. Der Text ist zumindest auf Deutsch, der da steht. Ja,
Feel like I've been hit by a freight train. Okay, dann können wir uns jetzt hier bewegen. Da. Ah. Good. You're awake. I wasn't sure how long you'd be under. Those tranquilizers wore off fast. Unless I'm still drugged, I don't think we've met. Mina. And the static on the screen is interference, not the drugs. Too bad. Static's a good look for you. So? Thank you. If flattery's your only weapon, you'll need a gun. And fast. Well, I don't want to wear out my welcome. All the more reason to leave. And how do you propose to do that? You're locked in. There's a guard outside. Eventually he's going to come check on you. And when he does... Why wait? Set off an alarm. Let him know I'm awake. What? That'll bring him running. Saves me the trouble of hunting him down. Activating the alarm now. Hope you know what you're doing. I did it. Guess Sleeping Beauty's had enough. That you, Mike? You just hold on. I'm sending some guards to tuck you back in. Ja. Naja. Kampfbewegungen sind nicht wirklich gut. Also nicht wirklich überzeugend, so. Naja. Was soll's. Gucken wir erstmal hier lang. Ist ja süß, wie der sich bewegt. You need to shut off the alarm. The panel's on the wall. Do a bypass on it. Mit einem Linksklick klemmst du. Okay. Probieren wir das doch mal. Achso, 1, 2. Ah, das war nix. Probieren wir es nochmal. So, und zwar jetzt hier 1, 2. 3 und... Na, 4, der. Mike, careful. They probably have a guard in the lobby. Okay. Okay. It's on. Wow, was ist denn das für ein Riesenzielgebiet da? Die Mausempfindlichkeit muss ich aber noch umstellen.
Warum kann ich eigentlich nicht die Pistolen von denen nehmen? Naja. Sei es drum. So, öffnen. Oh. Ich muss mal die Mausempfindlichkeit umstellen. Das ist ja echt... Kann man die irgendwo einstellen? Ich meine, normalerweise verlassen müsste das ja hier irgendwo sein. Empfindlichkeit, da. Probieren wir es mal so. So. Munition. Dann probiere ich mal den Alarm zu deaktivieren. Boah, mein Gott. Und zwar... Eins. Zwei ist hier. Drei und vier. So. Watch out for cameras. If they spot you or you destroy them, they'll sound an alarm. Okay. Also zerstören darf ich die auch nicht. Gut. So war es eigentlich jetzt nicht geplant. So. Up so fast. He just got here. Who cares? We'll just put him under again. Nah. Also wissen wir schon Bescheid, KI ist nicht unbedingt Stichwort in dem Spiel. Aber naja, was soll's. Ist ja auch nur Spiel, ja. Okay, probieren wir es mal. Na komm. Hallo? Hey. Na? Nein.
Na gut, die Tür ist mittlerweile auch zu. Ich mag solche Minispiele nicht. So. Na komm. So und nein. So. Jetzt auch nirgendwo. Toll. Da man scheinbar die Türen nicht mehr zurückgehen kann, nehme ich einfach die Heilung mit. So. Oh Gott, sowas habe ich schon immer gehasst.
Okay. Probieren wir es mal. Nee, da. Nochmal. So, irgendwo, wo sich nichts bewegt und war da. Naja. Mein Gott, kann doch nicht sein. So, da. Nee, ich brauch das Passwort hier. Ich lern's nur noch, denke ich. Nein, sondern... Mein Gott. Das ist echt blöd mit... Nein, ich brauch das... Ich krieg schon noch raus, wie das geht. Ich seh's. Ja, ich brauch wieder das andere. Ja, genau, wenn man es gerade hatte. So. Na, das andere sehe ich gerade nicht. So. So, wo ist das? Na, wo ist es denn? Da. Na komm schon. Na. Mein Gott. Das ist echt kacke. Hä? Oh. Da. Mein Gott. So. End of the line, Mike. Give it up. Wurde ja auch mal Zeit. Was? All right, Mike, that's enough. That's enough? I think that's my line. What the hell's going on? Why did you drug me? We need to get the location of this facility confidential. Especially if you got kidnapped and questioned. You could use some lessons in hospitality. I'll forgive you this time. Gracious of you. So this is how the conversation is gonna go. You, me, video screen? Yep. I'm gonna ask you some questions, run you through some more tests. Then you and I can talk. Face to face. That make you feel better? No, but some morphine might. Or whatever cocktail you shot into my system. What the hell was that? That's classified. Although I didn't expect you to shake it off so quickly. I've been reading and rereading your dossier. It says here you've got a military background. That's good. I was in the Marines myself. I'm sorry. That a crack agent?
No, sir. I'm sorry you're not with them anymore. Must be frustrating pushing papers and talking to new recruits like me. Well, your military experience should prove useful. Weapons range and shooting tests should be a breeze. If you gain more experience in the field, you may want to specialize further. But we can leave that until you've got some missions under your belt. That's it. Now I'm going to let you out of the pen here and meet the rest of the crew. There's more of you? I'm unique. So's the rest of the staff. They all have their little quirks, but that's what makes them perfect for the job. They'll be running you through the basics of weapons, gadgets, and espionage tactics. When you're cleared on the basics, come find me for your assignment. I won't lie to you, Mike. It's a big one, and dangerous. But I think you're the man for the job. Make the rounds. I'll see you soon. Ja, lernen wir doch mal ein bisschen mit Pistolen umzugehen, damit es nicht wieder so ein Chaos gibt. Genau. Was ist das? Aha. Könnte ich wahrscheinlich auch brauchen. Wir haben noch 2 Punkte über. Dafür können wir uns nichts holen, oder? Was ist das hier? Naja, gut. Lass mal das. So. Big ass screen. No weapons past this point. Alles klar. Ja, und jetzt? So, jetzt kann man also plötzlich sein Aussehen ändern. Na, ein bisschen. Na komm, nehmen wir das. War schließlich Soldat. Frisur. Hm. Gibt's da irgendwie. Na, nehmen wir das. So. Nehmen wir den. So. Ein Hut. Was gibt's denn da? Nee. Kein. So. Was gibt's denn da? So. Naja, sieht irgendwie alles nicht ganz so gut aus. So. Lass mal's mal blau. So. Achso, ja, wählen.